Heute geht es um die Darstellung von ZF-Filterkurven. Als Messobjekt dient mir ein altes Kofferradio aus den 70er Jahren, das ich auf Mittelwelle gestellt habe. Hier greife ich das Signal am letzten ZF-Filter ab und führe dieses Signal einem Diodentastkopf zu. Dadurch erfährt das Signal eine Amplitudendemodulation. Dieses Signal gelangt dann in den Vertikaleingang des Oszilloskops. Der Funktionsgenerator liefert ein 1 MHz Signal, Sinus, das das Radio empfängt. Dazu dient dieses blaue Kabel als Antenne. Das Radio steht also auf Mittelwelle und wenn ich das Radio hier aufdrehe, dann hört man also das Wobbelsignal. Das Signal ist nämlich frequenzmoduliert. Und zwar mit der horizontalen Ablenkspannung des Oszilloskops. Dieses Signal hat die Form eines Sägezahns und sorgt dafür, dass der Punkt auf dem Schirm von links nach rechts wandert. Der Funktionsgenerator hat einen Eingang zur Frequenzmodulation. Hier speise ich also meinen Sägezahn ein. Dadurch ändert sich die Frequenz des Generators im Takt der Ablenkspannung und der Punkt durchwandert die ZF-Durchlasskurve. Wenn ich nun die Frequenz der Ablenkspannung erhöhe, so, dann bekomme ich dann irgendwann ein stehendes Bild. Ich muss aber dabei aufpassen. Wenn ich jetzt die Ablenkfrequenz erhöhe, dann wird zwar das Bild stehender, aber die Durchlasskurve wird verzerrt. Und das muss vermieden werden. Der Funktionsgenerator existiert schon seit den 70er Jahren und basiert auf dem XR2206. Leider hat nicht jedes Oszilloskop so einen praktischen Ausgang für die Vertikalablenkspannung. In so einem Fall können wir uns dann aber selbst einen kleinen Sägezahngenerator aufbauen, als externe Einheit. Diesen Sägezahn speisen wir dann in den Horizontaleingang des Oszilloskops ein und dann noch gleichzeitig in den Eingang des Generators für die Frequenzmodulation. Das war's also aus meiner kleinen Bastelwerkstatt.